Juncker, der hat das Europaparlament als lächerlich, sehr lächerlich bezeichnet und ganz Unrecht mag er damit nicht haben. Als der Präsident von Malta dort seine Abschlusserklärung zur Präsidentschaft gegeben hat, waren gerade mal 30 von 751 Abgeordneten anwesend. Das ist wirklich lächerlich zu nennen. Im Bundestag ist es aber oft nicht anders, wie wir die Tage hier schon berichtet haben. Da heißt immer, die Arbeit findet abseits der Bundestagsversammlung statt und abseits des Europaparlaments. Da wird dann nur noch ja, was denn eigentlich nur noch? Dann ist doch eigentlich, ist doch dann die Diskussion im Bundestag bzw. im Europaparlament nur eine Farce. Dann ist es doch nur eine Komödie für die Öffentlichkeit. Alle andere Arbeit ist ja vorher schon gemacht, wie es heißt, und da ist alles schon entschieden und man weiß schon, wer was macht. Und dann geht es doch nur noch darum, das Häkchen zu machen und die Hand zu heben oder sitzen zu bleiben oder abzustimmen. Eigentlich ist es eine Farce, die man sich schenken könnte. Oder man sollte sie einfach als solche bezeichnen. Denn was hat sie für eine Aufgabe? Sie soll die Diskussion in die Öffentlichkeit bringen. Sie soll der Öffentlichkeit, den Medien, den Zuschauern zeigen, pass auf, so stehen wir, das ist unsere Diskussionsrunde und das tragen wir euch mal vor. Es ist ein Theater. Es ist ein Theater dessen, was vorher politisch stattgefunden hat, in den Hintergrundgesprächen, in den Ausschusssitzungen und so weiter. Und das wird dann als Theateraufführung vorne für die Öffentlichkeit nochmal zelebriert, damit die weiß, um was es geht. Eigentlich nicht schlecht. Aber es wäre doch sinnvoll, es als solches zu benennen. Es ist eine Theateraufführung für euch, für die Medien, fürs Publikum. Und wenn es mal ein unwichtiges Thema ist, dann machen wir halt nur ein kleines Theater. So kann man es doch auch sehen.